Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Verena Schneider. Schön, dass ich da bin. Ich bin Moderatorin bei Puls 4, bin in Vertretung dafür eine ganz liebe Kollegin, Lina Kaiser von Frau Gamechanger Fest. Gestern angerufen, Sohn ist krank. Verena, bitte schreib mir eine Rede, komm her. Okay? Kein Problem. War, hat man mich vom Dauerlauf freigestellt, weil Laufen, das ist nicht wirklich was für mich. Ich muss dazu sagen, Laufen ist wirklich nichts für mich. Aber Sprungbock kommt auch noch auf die Liste, weil da schaffst du es nicht drüber. 2015 habe ich dann den Frauenlauf absolviert und bin seit einigen Jahren wirklich begeisterte Riversurferin, das war stehende Welle in einem Fluss, und wurde letztes Jahr sogar Siebte bei den österreichischen Meisterschaften. Als ich nach der Schule zum Privatradio gegangen bin, weil ich unbedingt Radiomoderatorin werden wollte, weil ich Musik einfach unglaublich liebe, hat Mann mir gesagt, mit deiner Stimme wird das definitiv nichts. Ja, 8 Jahre später habe ich dort noch immer die Frühsendung moderiert. Als ich dann zum Fernsehen gegangen bin, hat man mir gesagt, na, mit deiner Figur, da hast du bei uns nicht wirklich was zu suchen. 10 Jahre später moderiere ich noch immer das Wetter bei Kaffee Puls oder auch das Frau Gamechanger Format, das Frau Gamechanger Festival, Führungskräfteseminar für Sacher oder auch den Wienerinnen Kammer Motor Contest. Also, ja, geht auch mit dieser Figur. Als ich vor 2 Jahren eine Rede zum Thema Hass im Netz geschrieben habe, hat man mich gefragt, warum ich so harte Worte verwendet. Man muss dazu sagen, wenn sie jemand von euch nicht gehört hat, da ging es darum, dass ich viele Nachrichten von Menschen im Internet, aber auch im realen Leben oder per Brief oder Fanpost bekommen habe, wo ich wirklich aufs Derbste beschimpft worden bin, unter anderem, was macht die Fette da im Fernsehen, können die Kaschlakere da hinstellen. Das wurde kritisiert, aber nicht nur das, auch weil ich einfach so persönliche Dinge hineingepackt habe. Fazit ist, die Rede hatte 1 Million Klicks im Internet, ich habe über 1000 persönliche Nachrichten via Social Media zugeschickt bekommen und halte mittlerweile nicht nur an Schulen, sondern diverse Institutionen, ja, Vorträge zum Thema Hass im Netz. Ja, als ich vor kurzem noch jemandem übrigens erzählt habe, ich würde gerne mal auf einer großen Bühne stehen und war die Antwort, was müssten wir da machen und hört darüber jemand zu? Ich sage vielen Dank. Auch das wird wenig abgehakt. Jetzt stellt sich die Frage, hatte ich jemals Zweifel, ob ich das schaffen könnte? Nein, hatte ich eigentlich nie, denn ich weiß, was ich kann und was ich möchte. Hatte ich jemals Zweifel an mir? Ja, weil ich nicht immer hundertprozentig wusste, ob ich diese Hürden auch alle nehmen und auch schaffen kann. Ja, wir Frauen, wir müssen wirklich oft kämpfen. Wir müssen oft uns beweisen. Der Weg zum persönlichen Glück ist oft nicht wirklich der einfachste. Oft stehen einfach Dinge im Weg. Aber deswegen möchte ich eines sagen, und zwar an euch alle. Atmet mal kurz tief durch. Geht auch mit Maske. Du bist stark genug, deine Herausforderungen anzunehmen. Du bist klug genug, Lösungen für deine Probleme zu finden. Du bist mutig genug zu tun, was getan werden muss, um dein Leben in die richtige Richtung zu lenken. Du hast es drauf. Du solltest dich einfach viel mehr wertschätzen. Und das nicht nur an einem Tag im Jahr. Denn du bist stark, du bist toll, du bist eine großartige Frau, also lieb es.